Ja, 6 Jahre habe ich auf den Augenblick gewartet und es ist einfach sensationell. Es ist jetzt unbeschreiblich, was da abgeht. Es war Dienstag oben und der BAFI war voll. Am Flughafen haben sie auf uns gewartet. Sie sind uns mit einer Limousine abholen, mit einem Jeep, mit TÜV, mit Velo, mit allem. Der Empfang, den uns die Fenster bietet, das ist einmalig. Wir haben natürlich in diesem Flugzeug dann auch gefeiert und gejubelt und gesungen. Es gibt ja, glaube ich, auch noch ein paar Bilder davon. Gab uns der Rückflug von Genf-Cointrin auf Basel. Das war einzigartig, wo wir gewusst haben, dass wir mit dem Flieger abgeholt werden. Sind wir so stolz und so glücklich, dass wir uns total vergessen haben. Und im Flieger waren wir relativ laut und haben uns auch bewegt und haben so, wer nicht kommt, der ist kein Basler. Und die beiden Piloten vorne haben das nicht so toll gefunden, weil es nicht so ein grosses Flug war. Und dann haben sie irgendwie, glaube ich, am Gusti Nussbaum gesagt, hey Gusti, schau, dass sie bis so gut während der Landung nicht so hin und her springen. Hat nichts genützt, aber der Pilot hat das hervorragend gemacht. Wir sind gelandet und sind dann in Basel angekommen. Wir haben dann schon im Flugzeug erfahren, dass scheinbar die ganze Stadt auf uns wartet. Und die Vorfreude war natürlich dann riesig. Dann, am Flughafen sind wir abgeholt worden mit ein paar Limousinen. Die ersten Stunden nach der Ankunft in Basel, die sind wir unglaublich geblieben, weil wir sind dann auf dem BAFI. Man muss sich vorstellen, unsere Fans haben irgendwie 2-3 Stunden gewartet auf dem BAFI-Platz, weil bis wir von Genf hier waren, in Basel, hat es ein bisschen gedauert. Also wir sind inmitten der Fans, inmitten von Tausenden von Leuten und haben uns feiern. Alle haben die angelangt, haben irgendwie den Schal weggenommen oder haben irgendwie sonst etwas weggenommen. Und das ist einzigartig. Das Feiern so, dass ohne Plan und nicht organisiert, das hat es, glaube ich, nie mehr gegeben. Wir haben, glaube ich, am Schluss noch mal ein Heimspiel gehabt. Und das war ja, glaube ich, dann auch von relativ vielen Zuschauern gewesen. Und das haben wir natürlich dann genossen. Wir haben es dann geschafft gehabt. Es war einfach nur eine Party gewesen und der Match war gar nicht mehr so wichtig gewesen. Es hat keine Rolle gespielt, aber ich glaube, wir haben den Match auch gewonnen. Wir haben einfach gewonnen. Und dementsprechend haben wir auch noch die letzte Kür können abgeben in Basel. Man hat ja gesehen, was nachher alles passiert ist mit dem FCB, wie gross das der FCB geworden ist. Und ja, das wird ja dann auch immer geschätzt, dass an uns, dass wir das geschafft haben. Und wir sind ja ein paar Mal schon geehrt worden, immer wieder nach dem 10. Jahr, nach dem 20. und jetzt wahrscheinlich nach dem 30. wieder. Und es wird uns immer noch danken, dass wir das dort mal geschafft haben, dass überhaupt das, was nachher gekommen ist, eben mit Champions League und alles und so fort, Meistertitel, dass das überhaupt möglich gewesen ist.